Ich will mir nochmal angucken, was wir jetzt eigentlich hier drüben haben. Wahrscheinlich sowieso nur ein Custom-Teil, aber das interessiert mich jetzt auch noch. Auch wenn ich jetzt mein Leben vergeude. Ist mir jetzt in dem Fall echt egal. Bomberman. So. Und rüber. So, dann kann ich hier auch noch eine Bombe hintreten. Auch jetzt. Wollte ich anders machen. Genau so. Und dann reicht das nicht. Okay. Ja gut, dann kann ich mich jetzt auf jeden Fall umbringen. Aber ich sehe gerade, diesen Ort da unten kennen wir doch auf jeden Fall auch noch vom ersten Level. Ja, auch wenn ich das jetzt hier irgendwie überleben sollte, machen wir es nochmal von vorne. Ich muss sowieso überlegen, wie ich das jetzt mit den Schaltern dann nochmal hinkriegen soll. Das ist ja momentan das größte Problem. Ja gut, sehen wir nochmal den Startbildschirm. Und die 101 Goldkarte. Na gut, auf nochmal zum Regenbogenpalast. Dann gehen wir nochmal direkt zu Level 3. So. Vermittlungsbombe wissen wir jetzt, wo wir die finden. In diesem Schloss der Verdammnis. Und der Name ist wirklich zu treffen, das muss man ja wirklich mal sagen. Wo war sie jetzt nochmal da hinten? Okay. Ich dachte jetzt gerade, ich hätte schon wieder vergessen. So. Zeig mir die Fernbedienungsbombe. So ist klar. Wobei, ich merke gerade, ich muss ja noch mehrere Bomben holen. Dann schaffe ich das noch nicht mehr, diese Treppe da zu bauen, die ich ja machen muss, um überhaupt zu diesen Scheitern zu kommen. So, es wären schon mal 4. Dann wären hier ja noch welche. So, Goldkarte 1. Nehme ich auch mal mit. Wenn wir sie schon so leicht kriegen. Ich meine, das ist selten, dass man wirklich ein Level hat, wo man so einfach die Goldkarten kriegen kann. So, du gibst mir die... Doch keine Superbomben, okay. Dann ist es mal eine von wenigen Ausnahmen. Dass wir wirklich mal keine Superbomben von diesen Karten kriegen. So, haben wir das? Und dann müssen wir jetzt hier erstmal wieder die Wege freimachen. Wie gesagt, jetzt muss ich mir echt was einfallen lassen, wie ich das nochmal schaffe, da hochzukommen. An diese Schalter. Weil das ist alles andere als leicht. Also da bin ich jetzt echt nochmal am Überlegen, wie man das nochmal schaffen soll. Ich bin da gerade echt am Überlegen. Mir kommt gerade keine vernünftige Idee irgendwie. Moment, schaffe ich das, die Bombe zu nehmen, Bomberman? Das klappt so schon mal nicht, okay? Scheiße. Ah, ich versuche das hier gerade echt irgendwie. Man muss zumindest den Anfang schaffen, aber der ist wirklich hier das Schwerste. Also die Level sind wirklich in dieser Welt mitunter noch das Schwerste. Die Bosse gehen ja eigentlich, wenn man sie zumindest drauf hat. Das Recht der Letzte ist nicht anders als die anderen Bomberbosse überhaupt. Die wir ja schon hatten. Zumindest verläuft er nicht anders. Ist mal ein bisschen schwieriger. Wir haben ja Sirius schon einmal bekämpft. So, okay. So wollte ich das haben. Ich will nur noch gucken, ob ich da auf diese Plattform jetzt komme. Ob das reicht, ich bezweifle es zwar, aber... Nee, es geht nicht. Okay. Das wird jetzt richtig fies. Ich glaube, ich werde mal Folgendes machen. Ich werde das jetzt offscreen erstmal noch ein bisschen ausprobieren, ob ich irgendwie noch den Weg finde. Und mich zeigen sehen wir uns wieder, wenn ich es herausgefunden habe. Also bis gleich, sonst dauert das wirklich ewig hier. So Leute, ich habe mir jetzt mal hier meine erste Brücke gebaut. Ja. Wollen wir doch mal schauen, ob ich das jetzt auch hinkriege, da hochzukommen. Dazu muss ich nur auf diese Bombe hier springen. So, einmal hier rüber, schnell, bevor der mich kriegt.
So, und dann das Ganze noch einmal so schaffen. Das wird dann allerdings schwierig, weil es ein bisschen auf Glück basiert. Das Ganze jetzt zu schaffen, dann nach oben zu kommen. Jetzt mit diesem Gegner läuft das Ganze natürlich noch langsamer. Da muss ich halt nur beten, dass es nach ganz oben auch noch klappt. Ist allerdings, wie gesagt, nicht ganz so leicht, weil es ein bisschen auf Glück basiert irgendwie. Und deswegen muss ich jetzt erstmal gucken, dass ich das irgendwie schaffe noch. Und dann kommen wir oben auf den ersten Schalter und dann ist der zweite auch nicht mehr allzu schwer. Aber erstmal soweit schaffen. Überhaupt da oben hinzukommen. Ja gut, so schon mal nicht. So, auf ein neues. Komm schon, Bomberman. Oh, wenn es klappen würde. Ja gut, das ist jetzt der einzige Nachteil, den wir haben. Dass solche Glücksfälle wirklich etwas beschissen sind. Ja, zumindest, ich werde immer so weit zurückgeschleudert. Ich habe es einmal geschafft. Einmal geschafft, aber der neue ist leider auch komplett verbockt. Deswegen kann man zu viele Fehler machen. Vor allem muss man erstmal überhaupt so weit kommen. Ach komm schon, Bomberman. Das schaffst du. Nur einmal bis nach ganz oben, das würde reichen. Ich will zumindest einmal den Gefallen. In dieser Aufnahme. Ach komm schon. Scheiße. Das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Diese eine Bombe da oben ist wirklich ein bisschen beschissen. Doch, jetzt habe ich's. Somit haben wir den ersten Schalter aktiviert. Sehr schön. Ja, jetzt müssen wir das Ganze nur noch irgendwie anders schaffen. Jetzt beginnt der Spaß erst richtig. So, deswegen einmal runtergehen. Jetzt muss ich nämlich gucken, dass ich hier eine Bombe noch platziere. Ich hoffe, ich kriege das jetzt hin. Das wird jetzt sehr beschissen. Wobei, ich würde sagen, ich mache das folgendermaßen. Dann kann ich mir sicher sein, dass ich das auch packe. Wunderbar. So. Die kann ich jetzt auf jeden Fall auch gehen lassen. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Dann kann ich jetzt nämlich wenigstens auch wieder welche legen. Und dann muss ich jetzt nur noch gucken, dass ich das jetzt noch schaffe. So, du kommst einmal dahin. Dann wird das jetzt ein bisschen schwierig, diese Bombe zu platzieren. So, und jetzt müssen wir es theoretisch... Ja. Mit etwas Glück schaffen, oder ich verbock es mal wieder. Das ist doch beschissen, so... Knapp. Ja, und jetzt darf ich den ganzen Scheiß nochmal bauen. Na, wisst ihr was, Leute? Dadurch, dass ich das jetzt schon mal geschafft habe, sehen wir uns nochmal an dieser Stelle wieder, wenn ich nochmal so weit komme. So, auf ein neues. Nochmal riesen Spaß mit den Bomben hier. Und jetzt habe ich sogar das rausgefunden, was ich eigentlich haben wollte. Das hätte ich mal eher merken sollen, dass das so funktioniert. Aber jetzt weiß ich's. Wir werden jetzt erstmal vernünftig die Bomben platzieren. Das kann ich euch auch gleich sagen. Wie wichtig und was ich herausgefunden habe. Also, wenn ich jetzt auf jeden Fall auf die Bomben zugehe und im Prinzip nicht in irgendeine Richtung drücke, also jetzt... Okay, es klappt doch nicht. Ach, vorhin an dieser Stelle hat es geklappt. Scheiße, warum geht das da jetzt nicht? Naja, auf jeden Fall, wenn man in keine Richtung drückt, ich kann das euch kurz zeigen, wenn ich das nochmal so bauen kann. Ohne, dass mich diese Karten dabei jetzt stören. Werde ich das auf jeden Fall jetzt mal kurz machen. So, schnell, Bomberman. Na gut, das war jetzt ein bisschen scheiße. Trotzdem, die Bombe liegt da schon mal richtig. Und dann will ich jetzt die andere da oben hinkriegen. So, und jetzt, wenn ich jetzt in keine Richtung drücke. Na gut, erstmal so weit schaffen, dass ich auf diese Bombe komme. Und dann einfach in keine Richtung drücken, dann schafft das auf Anhieb. Das meinte ich nämlich. Na gut, eigentlich wollte ich das jetzt nicht unbedingt... in der Aufnahme haben, aber ist jetzt egal. Ich wollte euch einfach nur mal zeigen, dass es dann im Prinzip ohne Probleme klappen kann. Weil sobald man in eine Richtung drückt, habt ihr gerade gesehen, werde ich abgeschleudert. Ein bisschen fragwürdig. So, da muss ich jetzt gucken, dass ich das hier jetzt auch nochmal so hinkriege. Es wird ein bisschen schwierig, aber ich weiß jetzt im Prinzip diesen Kniff. Deswegen müssen wir es jetzt auch meistern. So. Ja. Das wäre Schalter Nummer 2.
So, jetzt muss ich nur noch einmal nach rechts kommen. Das wird jetzt ein bisschen trickreicher. Das ist jetzt sehr beschissen, das zu schaffen. Okay. Ich muss auch zugeben, ich habe mir auch ein Video auf YouTube einmal angesehen, wie das gemacht wird, weil ich war echt zu beschränkt, das so schnell zu bekommen. Ich habe jetzt wirklich davor auch bestimmt eine halbe Stunde gebraucht und ich wollte das Let's Play auch hiermit jetzt endlich beenden. Deswegen wollte ich wirklich nochmal gucken, wie man das denn etwa bauen muss. Im Prinzip muss ich es nur bis hierhin schaffen, aber wie war es nochmal? Scheiße, Moment. Moment. Doch, wenn ich da... Okay, ich verstehe. Also im Prinzip wird es wirklich reichen, wenn ich jetzt noch eine... Oh, Moment, nee, das muss ich anders machen. Okay. Ich verstehe schon, wir müssen auf jeden Fall den normalen Weg bauen. Also den, den wir vorher auch hatten. So. Ich würde sagen, hier kann ja auch so eine normale Bombe hinlegen. Das müsste eigentlich auch ausreichen. So, dann wäre es hier am besten, große Bomben zu platzieren. Drei Stück. So, eins. Dann in der Mitte eine. Und natürlich noch weiter rechts außen eine. So. Dann kann ich... Ja gut, das hebe ich mir für später auf. Erstmal muss ich schaffen, dass ich überhaupt rüberkomme. So, dazu wieder die übliche Bombenlegepassage-Plage. Jetzt ist diese Spielkarte da ein bisschen im Weg. So, und einmal rüber. Okay. Eine Karte kann ich noch legen. Schon klar. Oh je, das wird jetzt scheiße. So. Dann muss ich jetzt nur noch gucken, dass ich das hier schaffe. Das wird jetzt alles andere als einfache Leute. Auf jeden Fall muss ich erstmal schaffen, diese eine Bombe hier hinzuschmeißen. So. Dann muss ich schaffen, dass ich da oben eine hinplatziere. Das wird jetzt sehr schwierig, das könnt ihr mir glauben. Vor allem das dann auch noch hinzukriegen, dass ich da... Moment, habe ich überhaupt diesen Wurf? Natürlich nicht. Es sei denn, doch, das kriege ich hin. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich das... Oder soll ich das auch anders machen? Moment, ich probiere es erstmal. Ich muss mir nur gerade einfallen lassen, wie ich das jetzt am besten mache. So, jetzt nach links rüber. Schaffe ich das? Los, Bomberman. Nee, das reicht nicht aus. Na gut, dann muss ich es wahrscheinlich wirklich so schaffen, dass ich Bomberman schräg springen lasse. Das wird allerdings echt nicht leicht. Aber doch, es ist machbar. So, jetzt nur noch einmal rüber. Und dann das Ganze so machen, dass ich hier eine Bombe rüber platziere. Dann haben wir das auf jeden Fall auch schon, diesen Schalter. Sehr schön. Jetzt bleibt nur noch einer übrig, Leute. Moment. Jetzt muss ich gerade erstmal gucken. Wenn ich da stehe, dann kann ich... Okay, dann kann ich da wieder eine Treppe bauen. Ich sage, dass ich die erstmal hochgehen. Also gut. Und gucken, ob wir das jetzt hinkriegen. Erstmal da drüben die eine. Und dann hoffe ich, dass ich jetzt die eine hier runter platzieren kann. Ja, das klappt. Und schon mal drüben. So, jetzt muss ich nur gerade überlegen. Hier kann ich das Ganze auch nochmal so machen. Dann sind wir auf jeden Fall drüben bei den Schalter. Oh Gott, dann haben wir es endlich fast geschafft. Glaub mir, dann bin ich echt froh, wenn wir diese problematischen Level hinter uns haben. An sich habe ich mir schon gedacht, man sollte in diesem Let's Play auch das richtige Ende zeigen. Deswegen will ich auch die goldene Karte soweit machen. Auch wenn ich wusste, was mich hier noch erwartet. Aber gut, wir haben es. Wir können das Level jetzt beenden. Was für eine Freude. Nix wie weg hier. Ich habe hier nichts mehr verloren. Und das war's. Was für eine Freude. So, jetzt bleibt nur noch der Endkampf. Der Endkampf gegen Sirius und dann haben wir es geschafft, Leute. Dann haben wir Bomberman 64 durch. Auch wenn mir dann sämtliche Goldkarten und so ein Scheiß fehlen, egal. Wie gesagt, das könnt ihr nicht von mir erwarten, dass ich das ernsthaft wirklich mache. Das reicht hier sowieso. Wir kriegen das gute Ende auch ohne 120 Goldkarten. Die 100 habe ich. Deswegen ab zum letzten Kampf. Und da ist der Omnicube. Irgendwie sieht gerade das Feld ein bisschen
komisch aus. Natürlich, wir landen in eine andere Dimension. Natürlich, das, was man am Anfangsvideo sieht, der letzte Kampf. Hier steht sogar. Okay. Dann wollen wir mal schauen, ob wir den hinkriegen. Die Musik hier ist aber klasse, finde ich. In diesem Endkampf. Aber dafür ist der Endkampf auch richtig schwer. Jetzt muss ich nur hoffen, dass er hier ankommt. Genau, genau, komm her. Lande. Naja, da fliegt ein bisschen viel rum, also dieser Kampf zieht sich. So, jetzt kommst du von da unten, okay. Na komm schon, lande. Das wird jetzt echt fies. Genau, 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 so ist gut. Ach, scheiße. So aber nicht. Moment, wir wissen ja jetzt in etwa, wo er landet. Wir können das quasi auch abpassen. So, einmal gucken. So. Ah, die ist... Okay, scheiße. Ja, genau so. Treffer Nummer 1. Lach nur, lach nur. Hätte ich mir diesen einmal getroffen, Sirius? Das habe ich auch ein zweites, ein drittes, ein viertes und bis ich die besiegt habe. Aber wollen wir jetzt mal kurz schauen, wo landet er? Oh, da landest du? Das war scheiße, ich weiß. Eigentlich sollte der auch anders werfen. Das war eigentlich so jetzt gar nicht gedacht. Wow! Okay, das war knapp. So, wo? Okay, dort. Scheiße, dass er auf diese Bombe auch noch hüpfen kann. Nein, das ist nicht nett. Du wirst mich nicht erledigen. Wie viel Zeit hat er? 12.000 ist immer nur okay. Aber ein bisschen gemein. Weil man halt keine Fernbedienungsbombe oder sowas. Macht das Ganze echt viel. Scheiße. Oh, ich bin zu blöd drin. Hab ich dich. So, komm schon. Ach, Mist. Der Feigling haut mal wieder ab. Sirius. Okay, lassen wir das. Genug gespielt. Zwei Treffer haben wir. So, das Ganze schaffen wir noch ein paar Mal. Hoffe ich. Nicht, wenn ich wieder so dumm bin. Ah. Super. Zwei Treffer habe ich wenigstens gelandet. Na komm, Sirius. Das schaffe ich noch. So, dann mach mal. Schieß dein Laser. Jetzt muss ich nur gerade gucken. Okay, jetzt kommst du so. Und dann tritt ich dich mal dagegen. Ja, 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 schnell. Oh Mann. Sah so gut aus. Weil er kann sich viel schneller erholen, als ich das überhaupt kann. Das ist ein bisschen unfair. Und schnell. Na also. Weiß man nicht, was das bringt, dass er lacht und so, wenn er einmal getroffen wird, aber... Naja, soll er nur.